Ihr müsst heute wirklich, wirklich leise sein. Euer Freund Timon ist heute auf Rehjagd. Und da hinten habe ich ein gutes Exemplar entdeckt. Also, pssst, seid ruhig. Da ist es, das Reh. Jetzt zielen und feuern. Geschafft! Ich habe es erlegt. Wisst ihr, ich habe letztens wieder an das Jagdfieber-Franchise gedacht und habe mir gedacht, hey, spiele ich doch ein Spiel dazu. Ich habe online ein Spiel dazu gespielt. Ich konnte es nicht spielen, aber dafür habe ich das nächstbeste gefunden. Deer Hunter. In dem Spiel schieße ich auf Rehe. Und bevor ihr jetzt sagt, du Monster, du erschießt Tiere, ich will euch was sagen. Leute, die Wolfenstein spielen, wären nicht rechtsradikal und Leute, die GTA zocken, wären nicht zur Autodiebe. Das sind alles Vorurteile. Spiele machen keine Monster, Monster werden geboren. Level 1 und los geht's. So, wo sind die Rehe? Da hinten sind die. Und los geht's. Na komm. Besser zielen und... Verdammt, das lief schon mal schlecht. Eins habe ich schon mal getroffen. Okay. Hä? Was ist das denn jetzt? Warum steht da Mission 3? Ich habe nicht mal das zweite Level geschafft. So. Wo sind die? Da hinten sind sie. Ja. Ich nähere mich den Reh. Da hinten ist ein gutes Exemplar. Und... Na, ja, komm. Und zwei. Und drei. Und vier. Nein, ich will kurz gucken, auf welchem Level ich bin. Okay, dann mache ich das gleich. Aber ich kann nicht schon auf Level 4 sein. Ich kann doch nicht einfach ein Level überspringen. Das geht doch nicht. Und jetzt ist die Steuerung irgendwie im Arsch. Nein! Nein, das muss geklärt werden. Ich bin auf Level 3. Aha. Warum stand dann Mission 4? Das macht nicht viel Sinn, wenn man es genau bedenkt. So. Neues Spiel, neues Glück. Das war ein Treffer, das war ein richtig guter. Schaffe ich noch so einen? Und noch einen. Und noch einen von der Weite. Und? 5 Sterne, da gibt's nichts zu meckern. Und Level 4, obwohl da Mission 5 steht. Das System hier ist irgendwie seltsam. Und wieder ein Fernschuss. Und wieder ein Fernschuss. Die Rehe machen aber auch nicht viel, um sich zu wehren. Ich muss sagen, Elliots Familie ist dümmer als Elliot selbst. Die laufen ja nicht mal richtig weg. Die wollen erschossen werden. Nein, nein, lass den Scheiß. Immerhin, 3 Sterne. Und weiter. Meine Güte, ich bin besser als ich dachte. Hehe, keiner entkommt mir. Eine Frage, warum leuchten ihre Rücken immer, wenn ich sie anschieße? Warum leuchten die goldfarben?
leuchten die goldfarben, weil die radioaktiv verseucht sind? Das würde erklären, warum Elliot aus den Jagdfieberfilmen so hässlich ist. Ich meine, sein Kopf ist fast größer als der Rest seines Körpers. Das ist nicht normal. Und wieder tut mein linker Arm weh. Also ich muss sagen, ich mache heute einen wirklich guten Job. Ich gucke kurz auf die Uhr und na gut, für ein Level haben wir noch die Zeit. Aber nur noch für dieses. Okay, das reicht. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. So, da wären wir wieder am Ende des Videos. Und die eine Sache, die ihr noch machen könnt, ist folgendes. Abonniert diesen Kanal. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald 100 Abonnenten. Und das wäre ein dickes Ding. Also, abonniert der Powerfuchs.